Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Ja, der erste Schnee ist gefallen und der ist auch schon wieder weg. Weg ist auch der dritte Advent und mit ihm natürlich der beliebte Weihnachtsmarkt im Waldbad, der jährlich um den 14.15. rum stattfindet. Diesmal natürlich am 15. am Samstag. Ja, wie gesagt, der 13. Weihnachtsmarkt ist Geschichte. Da war wieder richtig viel los. Viele fleißige Helfer haben diesmal einen besinnlichen und liebevollen Markt wieder zu einem vollen Erfolg gemacht. Thorsten Rütz als Vorstandsvorsitzender und Pfarrer Blödorn haben wieder die Ansprachen gemacht, die Einweihung des Weihnachtsmarkts, die Eröffnung natürlich. Der Bläserchor Treuen Rietzenburg-Heide hat die Eröffnungsmusik gespielt. Die Weihnachtsaufführung der Kinder der Hans-Grade-Grundschule haben die Besucher erfreut, die Seniorentanzgruppe war da, Crazy Porkies war da mit Line Dance, die Waldtrommler haben getrommelt, die legendären Fireflies haben wieder den Fastabschluss der Veranstaltung hingelegt, wieder mit einem wahnsinnig tollen Programm und ganz besinnlich zum Abschluss Robert und Markus mit weihnachtlichen Gesängen zur Gitarre. Auch das war wunderschön gewesen. So, natürlich waren nicht nur diese Programmpunkte dort aktiv, sondern liebevolle Stände luden zum Schauen und Kaufen ein. Es haben sich viele Vereine und kleine Händler präsentiert, wie zum Beispiel der BSV 90, die DLRG, die Quirlis, die Töpferei wie Nadine, Töpfereien, also wie Nadine Hart und die Borgheider Werkstatt für Keramik und Töpfern, die Kitas Sonnenschein und Regenbogen aus Borgheide und Borgwalde, der Schulförderverein, die Mediengruppe Borgheide, wir selbst also, haben bei Anne mit unseren Stand gehabt. Die Organisatoren von Baum und Borke, Tumult e.V. waren dort und haben die nächste Veranstaltung präsentiert. Die Freiwillige Feuerwehr war dort, sogar mit Gulaschkanone, Papierfantasien, Kerzen und Leuchten, Weihnachtsgeschenke, Handarbeiten, Kreativwerkstatt, die Hoffleischerei Kaplik mit leckeren vom Grill und Wurstwaren, Kerstin Manns mit Schmuckherstellung, Borgwaldes Schmuckkästlein, die Gaststätte am Waldbad, Waldparadies, Basteln mit den Couragierten in den Innenräumen des Vereins, Spiele im Freien mit dem Jugendclub um Stefan Güthoff und sicher habe ich irgendjemand vergessen, wie zum Beispiel den Stand vom Waldbadverein unter dem Pavillon mit leckerem Grünkohlknacker sowie Glühwein und Gulaschsuppe. Tja, von überall her kamen die Besucher zu uns nach Borgheide, zum Beispiel aus Recklinghausen, aus Zeitz, aus Dessau und was weiß ich noch, wo die überall her waren. Ja, genießt erstmal noch das Video, bevor wir mit den Nachrichten weitermachen. Bitteschön. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Sprecht, ihr Winzlinge!
Von weit her kamen die Besucher und so wollen wir auch nicht versäumen, Grüße der Angehörigen von Familie Hoffmann zu senden. Also lieber Opa Erwin in Zeitz, das hier ist für dich ganz persönlich. Wir grüßen über Borgheide TV den Opa Erwin in Zeitz. Und die ganze Verwandtschaft, genau, in Sachsen-Anhalt. Ja, und weil wir noch nicht genug hatten vom Weihnachtsmarkt in Borgheide, sind wir dann am Sonntag noch schnell zum Weihnachtsmarkt in Alt-Borg gefahren. Der war natürlich sehr, im Vergleich zu Borgheide, sehr, sehr, sehr besinnlich und beschaulich und war sehr schön ruhig. Dort gab es weihnachtliche Gesänge in der Kirche, Glühwein und Bier und Bratwurst vom Grill. Und zu später Stunde soll sogar der Weihnachtsmann erschienen sein. Da waren wir aber schon auf dem Heimweg, um uns von dem anstrengenden Wochenende zu erholen. Dann gibt es noch eine Info, habe ich gerade gelesen. Die Schüler der Koch AG haben noch ein paar Gläser Apfelmarmelade übrig, die gern an den Mann oder die Frau gebracht werden. Gegen eine Spende kann man sich einfach über uns bei der Kati melden und schon hat man den leckeren Brotaufstrich für die langen Wintertage zur Verfügung. Ja, wie gesagt, ein paar Gläser Apfelmarmelade, wer da Appetit drauf hat. So, das war's nun vom Weihnachtsmarkt in Borgheide. Sehr viel mehr Themen haben wir gar nicht mehr. Jetzt fehlt nur noch das Wetter für die kommende Woche. Matze, was sagst du? Gibt's zu Weihnachten Schnee oder nicht? Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Heute mal aus der Küche, vielleicht sogar aus der Wetterküche. Mal gucken, was sich da zusammenbraut. Ja, wir haben in der kommenden Woche ein wenig Temperatursteigung wieder. Damit kommen auch gleich wieder die Niederschläge. Am Dienstag bis zu 90% Regenwahrscheinlichkeit, Mittwoch etwas weniger, Donnerstag, Freitag vielleicht wieder etwas mehr. Leider kein Schnee, nur Regen. Nachts ist noch ein bisschen Frost möglich, jetzt am Anfang der Woche. Und wie es Richtung Weiße Weihnacht aussieht, naja, die Prognose steht nicht so gut. Ich glaube, es baut sich kein Tiefdruckgebiet und kein Hochdruckgebiet so zusammen auf, dass von der einen Seite die Kaltluft kommt und von der anderen Seite die Niederschläge, sodass wir hier Weiße Weihnachten hätten. Ja, können wir nichts machen, wie jedes Jahr. Soweit auf in die letzte Adventwoche Richtung 4. Advent. Kommt gut durch die Woche und tschüss von hier. Okay, Matze sagt nein, wir warten mal, vielleicht irrt er sich ja. Das war es allerdings dieses Wochenende von uns, also diesen Montag von uns, von Borgheide News TV. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, am 24. Da ist Weihnachten. Bringen wir nochmal eine Sendung zu Weihnachten, zum Heiligabend. Wir wünschen euch alles Gute hier bei Borgheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Und tschüss!